Ja, wir haben heute wieder eine spannende Frage, die mich selbst sehr interessiert hat, einmal, als ich beim Bibellesen war und ich ja auch ein bisschen nachgegangen bin, weil ich die ja irgendwie interessant fand. Ich habe die nicht verstanden und das hat mich bewegt. Die Frage lautet: Warum lässt Gott zu, dass Elisa, ein Prophet aus dem Alten Testament, Kinder verflucht und diese dann getötet werden? Zumindest klingt das erstmal so, wenn man den Text liest. Und ja, es ist eine spannende Frage. Hört sich sowas an? Ist das ein Massenmörder? Was ist los mit dem? Lesen wir erstmal den Text, damit wir uns ein bisschen orientieren können. Und zwar heißt es in 2. Könige, Kapitel 2, Verse 23 bis 25: Von Jericho ging Elisa wieder nach Bethel. Als er zur Stadt hinaufwanderte, lief ihm eine Horde Jungen entgegen. Sie machten sich über ihn lustig und riefen im Chor: Hau ab, Glatzkopf, hau ab, Glatzkopf. Elisa blieb stehen, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus, fielen über die Jungen her und zerrissen 42 von ihnen. Elisa wanderte weiter zum Berg Karmel und von dort kehrte er schließlich nach Samaria zurück. Also eine sehr spannende Stelle, hört sich erstmal total verrückt an. Was ist da passiert? Ein dummer Jungenstreich vielleicht und Elisa hat absolut überreagiert. Haben sie ihn auf den falschen Fuß erwischt oder so? Um diesen Text zu verstehen, ist der Kontext extrem wichtig, weil sonst werden wir nicht begreifen, was da passiert ist, aber auch ein bisschen was mit den Worten, die da gebraucht werden. Kontext ist, wir leben in der Zeit der Könige. Das Land Israel ist geteilt. Wir haben hier einmal die Teilung zwischen dem Nordreich, das so ein bisschen rötliche, und dann das Südreich, das Grüne. Das Südreich ist Judäa, das Nordreich Israel. Und das Nordreich hat gerade eine Zeit erlebt, wo ja auch gerade Könige am Herrschen sind, die gerade nicht gottesfürchtig sind. Bei der Teilung von Israel damals, das in zwei Reiche geteilt worden ist unter König Rehabeam, ist es passiert, dass Jerobeam, der das Nordreich bekommen hat, auch von Gott verheißen, irgendwann eine Feststellung macht und sagt: Warte mal, der Tempel, der ist ja im Südreich in Jerusalem. Und wenn jetzt die Menschen alle aus dem Nordreich immer wieder nach Jerusalem reisen, um dort Opfer zu bringen, die Feste zu feiern und so weiter, werden sie sich vielleicht irgendwann gegen mich stellen und werden irgendwann mein Reich wieder zerstören. Und er kam auf die Idee und sagte: Komm, wir schaffen eigene Kultstätten, Orte, wo wir selber anbeten können. Und so machte er dann also im Norden von Israel, eine Stadt, die hieß Dan, und eine im Süden, das war Bethel, in der Nähe zur Grenze von Jerusalem, stellte dort jeweils ein goldenes Kalb auf, einen goldenen Stier, und dieser wurde dann angebetet. Und das diente dann zu der Geschichte, dass eben diese zwei Gegenden sich getrennt haben. Jetzt haben wir Elisa, der ein Diener des Knechts von Elia ist. Elia war einer der größten Propheten der damaligen Zeit und der auch im Nachhinein als einer der größten Propheten gilt. Und Elia bekommt von Gott das Vorrecht, dass er nicht sterben muss. Und so ist er dann unterwegs mit Elia. Und Elia weiß so: Jetzt, Gott wird mich demnächst abholen. Und Elisa bleibt hartnäckig und sagt: Elia, ich komme immer mit dir mit. Und so wandern sie im Prinzip an Bethel vorbei, durch Jericho zum Jordan. Und beim Jordan wird dann Elia abgeholt in einem goldenen Feuerwagen. Und Elisa bekommt Vollmacht von Gott, genauso auch wirken zu können. Und genau, Elia lässt auch noch seinen Mantel dort zurück und Elisa zieht diesen an und zieht wieder zurück auf dem Weg da, wo sie hergekommen sind. Und so kommen sie in der ersten Stadt in Jericho vorbei. Und in Jericho ereignet sich Folgendes. Das sind ein paar Verse weiter vorher. Da lesen wir: Die Bürger der Stadt Jericho kamen zu Elisa und klagten: Herr, wie du siehst, ist unsere Stadt schön gelegen, aber das Wasser hier ist schlecht und darum gibt es bei uns immer wieder Fehlgeburten. Elisa befahl: Holt mir eine neue Schüssel und füllt sie mit Salz. Sie brachten ihm die Schüssel mit Salz und er ging damit vor die Stadt hinaus zur Quelle, schüttete das Salz ins Wasser und rief: So spricht der Herr, ich mache dieses Wasser gesund. Nie mehr soll es seinetwegen Tod oder Fehlgeburten geben. Von diesem Augenblick an war das Wasser gut und es ist bis heute geblieben, genau wie Lisa es gesagt hat. Also Elisa kommt in Jericho rein, er bleibt dort eine Weile. Und die Menschen sagen zu Elisa: Ey, Elisa,
die Stadt ist echt super. Oasenstadt, hier ist es schön grün, wir haben den Jordan bei uns in der Nähe und so weiter. Alles ganz schön, es ist eine Handelsstraße, die da durchgeht. Das einzige Problem, das wir haben, ist, wir haben hier irgendwie schlechtes Wasser und es gibt immer wieder Fehlgeburten. Kannst du da was machen? Jericho, was war das für eine Stadt? Jericho gehörte auch zur Nordstadt, zum Nordreich. Und das Nordreich, wie ich gesagt habe, war eigentlich ein Reich, das ja nicht gerade gottesfürchtig gelebt hat. Zumindest auch unter ihrem König nicht. Unter Joram, der auch sehr viel Götzendienst begangen hat. Nicht so schlimm wie sein Vater, aber trotzdem, der immer noch im Götzendienst verweilt ist. Und diese Menschen, die waren eigentlich geprägt eben auch dem Götzendienst, der in Bethel stattgefunden hat und so weiter. Aber diese Leute haben erkannt, ey, dieser Elisa, das ist ein Prophet Gottes. Und die haben wahrscheinlich schon alles ausprobiert, um Hilfe zu bekommen. Bei ihren Göttern haben sie Opfer gebracht oder sonst noch was, damit diese Quelle gut wird. Und es hat nicht geklappt und so wenden sie sich an ihn. Und tatsächlich, Elisa bewirkt dieses Wunder, dass die Quelle genießbar wird und dass es nicht mehr zu Fehlgeburten kommt und so weiter. Elisas erstes Wunder ist ein Rettungswunder. Es ist ein Wunder, wo Gott Gnade schenkt und die Menschen Heilung erleben. Und dann macht er sich von Jericho auf nach Bethel. Er reist weiter und Bethel ist, wie gesagt, diese Stadt, wo sehr viel Götzendienst betrieben wird. Und Bethel heißt von der Übersetzung her eigentlich Haus Gottes. Beth für Haus und El für Gott. Bethel, Haus Gottes, aber es ist nicht mehr das Haus Gottes, sondern es ist noch zum Zentrum des Götzendienstes geworden. Es gab da auch eine kleine Prophetengruppe, von der wir wissen, die dort auch gewirkt hat. Und Elia spaziert dort in diese Richtung nach Bethel. Er ist ein Prophet des Nordreichs. Und da kommen ihm auf einmal Jungen entgegen. Das Wort, das hier gebraucht wird für Jungen, das wir hier im Text haben, das ist das hebräische Wort Na'a. Und Na'a bedeutet so viel wie Knabe, Jüngling oder junger Mann. Also wie gesagt, es bedeutet nicht explizit kleine Kinder. In manchen Übersetzungen heißt es dann kleine Kinder genau. Dieses Wort wird gebraucht für Mose, als er ungefähr drei Monate alt ist und im Schilfkorb drin hineingelegt wird. Das Wort wird gebraucht für Sichem, der ein junger Mann war und um die Hand Dinas angehalten hat, in 1. Mose 34. Und ganz häufig wird auch David in der Goliath-Geschichte mit diesem Wort bezeichnet. Also dieses Wort meint nicht kleine Kinder, sondern junge Männer genauso wie auch kleine Kinder. Dann kommt auch das Wort Katan dazu, was klein, jung oder gering bedeutet. Aber das bezieht sich auch, wenn es ein junger Mann ist, eben ein junger Mann, ne? Also Jugendliche. Wahrscheinlich bezieht sich dieses Wort auf den Gedanken Teenager, Heranwachsende. So Jungs, die sie miteinander abhängen, auf der Straße rumlaufen, miteinander unterwegs sind und es ist eine ganze Horde, die unterwegs ist. Es ist keine kleine Gruppe, sondern eine ganze große Gruppe, die da ihr Unwesen treiben. Und sie fangen an, nachdem sie Elisa sehen, zu beschimpfen mit Hau ab, Glatzkopf, hau ab, Glatzkopf. Elisa war in dieser Zeit ungefähr 30 Jahre alt, wenn wir das so mal von der Chronologie, die wir über ihn finden, so ein bisschen schätzen können, ungefähr 30 Jahre alt, also wahrscheinlich hat er sogar nicht mal eine Glatze gehabt, wissen tun wir es nicht ganz genau, aber vielleicht hat er einen Haarschnitt gehabt, der ihn irgendwo auch als Propheten gekennzeichnet hat. Und wir wissen, er trug den Mantel von Elia. Also das heißt, als die Jungs ihn gesehen haben, da wussten sie ziemlich genau, wer ist dieser Mann. Sie wussten, dass das ein Prophet des lebendigen Gottes ist. Das ist ein Prophet des Gottes, der im Tempel in Jerusalem angebetet wird. Und die Jungs wussten auch ganz genau, eigentlich kann man sich nicht über jeden lustig machen. Und die Kultur, in der die Menschen damals gelebt haben, war Respekt ein sehr hoher Wert. Und wenn die Jungs jemanden beleidigt hätten, der angesehen ist, der wichtig ist, dann hätte ihn eine richtig
heftige Strafe gedroht. In den Büchern des Gesetzes in 3. Mose lesen wir, dass zum Beispiel jemand, der seine Eltern respektlos behandelt, sogar mit der Todesstrafe bestraft werden konnte. Deswegen Respekt war ein hoher Wert. Das, was die Jungs wahrscheinlich gemacht haben, sie haben sich Opfer gesucht, wo sie wussten, warte mal, die können wir beleidigen. Da gibt es keinen Ärger, da gibt es keinen Stress. Und das haben die einfach so gemacht, indem sie gewusst haben, ne, ist es eine Handelsverbindung gewesen. Da kommen viele Leute vorbei, Leute zum Opfern in der Stadt. Und sie haben gewusst, auf wen sie sich da einlassen. Und warum haben sie das gewusst, dass sie Elisa beleidigen können und dass es wahrscheinlich keinen Stress für sie gibt? Weil es die Haltung der Eltern war. Das, was die Eltern dachten, das haben oft die Kinder ausgesprochen. Ich musste noch letztens an diesen Gedanken denken. Als Jesus in Jerusalem einzieht, dann wird er vom Volk begrüßt mit Hosiana, gepriesen sei Gott der Allmächtige. Und als Jesus im Tempel ist, laufen die Kinder rum und rufen genau das Gleiche. Das, was die Eltern kurz davor auch gerufen haben. Und hier ist es wahrscheinlich die ähnliche Situation. Das, was die Jungs, die ganze Jungsgruppe, die da machen, Elisa beleidigen, das geht wahrscheinlich darauf zurück, dass das die Haltung auch der Eltern war. Und was hier ausgedrückt wird, ist ein Kampf, der stattfindet, eigentlich zwischen Göttern, den Göttern, die in Bethel angebetet werden, das goldene Kalb, das da ist, und Elisa. Und die Jungs verspotten Elisa. Und das Wort, das hier für verspotten gebraucht wird, das kommt 4-mal im Alten Testament vor. Und in Habakuk Kapitel 1, Vers 10 hat es einen besonderen Akzent. Und zwar hat es da um ein Spotten zu tun, wo jemand sich als siegreich über den anderen darstellt. Also da kommt ein König zum Beispiel oder ein Feldherr zu einer Stadt, die er umlagert, umzingelt hat. Und dann stellt er sich vor diese Stadt hin und er verspottet diese Stadt, weil er weiß, eigentlich habt ihr verloren und ich mache mich jetzt über euch lustig. Und diese Jungs verspotten genauso Elisa. Wir können mit diesem Gedanken Kahlkopf heute nicht viel anfangen, aber in der damaligen Kultur wissen wir nicht genau, was das für eine Art von Beleidigung ist. Aber das Wort, das hier gebraucht wird, ist eben verspotten, beleidigen, sich lustig machen. Und was sie eigentlich tun, ist, sie verspotten durch Elisa auch den Gott, den er vertritt. Wer den Propheten Gottes verspottet, der verspottet Gott. Und das ist die Situation, mit der wir es hier zu tun haben. Das heißt, die Jungs, die machen sich nicht nur über Lisa als Person lustig, sondern auch über Gott. Und diese Missachtung Gottes, die kann Elisa für sich selber nicht stehen lassen. Er sagt, wenn die mich beleidigen und somit auch meinen Gott beleidigen, dann will ich das nicht so stehen lassen, denn mein Gott ist der allmächtige Gott. Und wenn er in den Dreck gezogen wird, dann will ich dagegen etwas tun. Und was Elisa dann macht ist, er verflucht die Kinder und das Wort, das für verfluchen hier drin steht, heißt so viel wie jemanden für leicht, klein oder unbedeutend erklären. Also jemanden für zu leicht erklären, für zu unwichtig erklären, ist genauso wie das, genau das Gegenteil von jemanden zu ehren. Ehren bedeutet, jemanden schwer zu machen. Das bedeutet das hebräische Wort, dass jemand bedeutend ist, ihn. Ne? Wir würden das heute nennen, das ist eine gewichtige Persönlichkeit. Also der hat Respekt verdient, der ist wichtig, der ist jemand. Und Elia sagt im Prinzip so, ihr seid unwichtig. Und das ist der Fluch, den er über sie ausspricht. Er sagt, ihr seid unwichtig. Und das, was dann passiert ist, es kommen zwei Bärinnen und 42 von diesen Kindern, von diesen Jungs werden dann eben umgebracht. Hört sich radikal, hört sich heftig an, hört sich krass an. Aber es ist nicht nur das Gericht an den Kindern, was da stattfindet, an den Jungs, sondern es ist das Gericht über die Stadt. Weil sie haben eigentlich nur das wiedergegeben, wahrscheinlich, was die Stadt gelebt und gedacht hat. Und deswegen hatten sie den Mumm, das auch an Elisa auszulassen. Und wenn Elisa ein Gerichtswort spricht und es passiert, merken wir, Gott steht dahinter und Gott übt Gericht. Und dieses Gericht, das da stattfindet, drückt sich eben aus. Was ist das Fazit der Geschichte? Es ist eine Warnung, die hier stattfindet. Eine Warnung, wer Gott und seine Boten nicht ernst nimmt, auf den kommt das Gericht Gottes zu.
Und hier merken wir diese zwei Geschichten, einmal Jericho und das andere Mal dann Bethel. Jericho ist, die Menschen nehmen Elisa als Propheten ernst und somit auch seinen Gott ernst. Sie kommen zu ihm hin mit einem Problem, das Menschen nicht lösen können und haben die Hoffnung, dass dieser Prophet und sein Gott ihnen helfen können. Was auch passiert, sie erleben Heilung. Und dann kommt Elisa zu einer anderen Stadt, wo die Menschen nicht in ihm jemanden sehen, der Vollmacht hat und dessen Gott etwas bewirken kann, sondern genau gegenteilig, über den sie sich lustig machen und ihn geringschätzen, ihn verachten. Und Elisa übt Gericht und sagt, ihr nehmt diesen Gott nicht ernst und das ist die Strafe, die auf euch folgt. Was können wir für uns daraus lernen? Wenn wir Gott mit Ehrfurcht und Respekt begegnen, dann können wir von Gott auch Hilfe erwarten. Wenn wir Gott aber geringschätzen, ihn und seine Worte und ihn als Person missachten, dann wird irgendwann Gericht auf uns zukommen. Im Hebräerbriefschreiber Kapitel 9 ist es, glaube ich, sagt Gott über sich selbst, Gott lässt sich nicht spotten, er wird am Ende Gericht halten. Und das ist die Aussage dieser Geschichte. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine grausame Handlung, weil Elisa gerade mit dem falschen Fuß morgens aufgestanden ist, sondern es ist eigentlich ein Kampf zwischen den Göttern des Nordreichs von Bethel und dem Gott Israels. Und Gott hat hier gezeigt, ich bin der lebendige Gott. Und wer sich gegen mich stellt, der muss damit rechnen, dass ich ihn richten werde, was hier passiert ist. Genau, das nehmen wir raus aus dieser Geschichte.